Das ist «Die Herrschaft des Geldes» von Karl-Heinz Brodbeck. Das finde ich momentan. Ich finde es wahrscheinlich das wichtigste zu lesende Buch, das es gibt. Ich würde sagen, dass schon ganz in den Anfängen ich es als sehr hilfreich empfunden habe, die Publikation der marxistischen Gruppe zu studieren, die früher noch in den Anfangszeiten unter Rote Zellen AK-Fraktion firmiert. Ich kann nicht sagen, dass es bei mir etwas gibt, ein bestimmtes Buch, das mich sehr, sehr geprägt hat. Das, eben, ich komme aus einer politischen Familie, dementsprechend gibt es viele Sachen, die mich auch von Kind aus geprägt haben. Ich meine, kubanische Revolution oder so, das ist etwas, was wir thematisiert haben, auch mit Bildern und Filmen und so weiter und so fort. Da war es insbesondere das Buch über den bürgerlichen Staat, was mir sehr viel Erkenntnisgewinn beschert. Und zwar, es ist ein deutscher Philosoph und Ökonom, und wo es meiner Meinung nach geschafft hat, die blöd gesagt, das Geldrätsel zu lösen. Also, weißt, so, was ist Geld, wie funktioniert es, wie hängt Geld schon strukturell mit Kapital zusammen, oder hat es die Tendenz, zum Kapital zu gehen. Inwiefern bringt es auch die Herrschaftsformen und das Denken heutzutage hervor und so weiter? Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich Gramscianerin bin. Also, ja, Antonio Gramsci hat sicher meine Politik und mein politisches Denken sehr fest geprägt. Und ich entspreche, also ich politisiere auch nach dem Prinzip oder nach der von diesem Prinzip. Zu sagen, dass man nach dem ganzen Prinzip tut, politisieren beim Antonio Gramsci ist ein bisschen schwierig, aber es ist doch ein Fundament für das, was ich mache. Es fasst sich darin zusammen, dass eine bürgerliche Staatsgewalt, die sich den Staatszweck Wachstum des privaten Reichtums als ihr Programm gesetzt hat, dass eine solche bürgerliche Staatsgewalt notwendigerweise konstitutiv zur bürgerlichen Klassengesellschaft dazugehört, dass diese Staatsgewalt in allen ihren Tätigkeitsformen keinem anderen Zweck verschrieben ist oder sich verschrieben hat, als der Aufrechterhaltung, Wahrung und Förderung eben dieser Klassengesellschaft und der Vermehrung des privaten Kapitalreichtums. Und dass deswegen alle Versuche und Bestrebungen dieser Staatsgewalt einen anderen, alternativen, etwa sozialistischen Sinn geben, von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Das ist so, ich finde, das ist so das Werk, wo eigentlich im Moment die Linke müsste abarbeiten. Aber es ist im Sinne von, wir müssen da drüber, wir müssen das verarbeiten, wir müssen die Schlüsse daraus ziehen. Und das passiert praktisch überhaupt nicht. Also es ist so, es ist so ein Buch, das auf eine interessante Art ist untergegangen. Weißt du, also denkst, es ist so da, warum liest es niemand? So.